Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, einer neuen Karte. Wir befinden uns in unserer wunderbaren Stube. Vielleicht erkennt jetzt schon der ein oder andere die Karte. Das wäre ein bisschen krass, muss ich gestehen. Aber schreibt mal in die Kommentare, ab wann ihr sie erkannt habt. Wir sehen den Micha hier und den Lenny. Guten Tag, die Herren. Hallo. Hallo. Servus. So, jetzt hatte ich so eine tolle Idee, mich hier hinzuhocken, ne? Jetzt geht. So, guck mal hier, ne? Machen wir die ganze Folge hier in dem Raum und die Leute dürfen raten, wo wir sind. Ja, ich glaube, das wird krass, aber guck mal, hier liegt so eine Farming Simulator 19, ne? CD, vor allen Dingen schon das mit dem Alpin, ne? Das ist der Hammer. Ich muss mal kurz näher ran, ne? Guckt euch das an. Alter Falter. Respekt, die Karte ist, ist auf jeden Fall auf dem aktuellsten Stand. Lenny hat gerade schon gesagt, so ein Schrank, ne, hätte er auch gern zu Hause stehen. Ich habe nur keine Wand dafür, der ist echt groß, glaube ich. Der ist riesig. Ja, ich finde ihn schön, ne, aber einigen wir uns drauf, das ist irgendwie Kiefer oder sowas vielleicht? Oder was ist das für eine Holzfarbe? Keine Ahnung. Kiefer. Sagen wir einfach erst aus Holz. Ja, ich muss gestehen, er ist mir zu hell. So ein bisschen dunkler fände ich ihn schöner. Muss ich einfach dunkel ölen. Ja, das stimmt. Ich nehme ihn auch mit der Arbeitsplatte. Aber, ne, den Herd, damit zu kochen, ist auch eine Herausforderung. Aber das ist was Cooles, wenn du so ein Außen, so eine schöne Scheune oder so hast, so eine Feuerhöhle, weißt du, machst du warm mit und kannst kochen. Das stimmt tatsächlich, meine Ma hat im Flur bei uns nicht so einen großen stehen, in etwa die Hälfte vielleicht, so nur so diese, wo so diese Reling ist, als Deko stehen. Ist auch ganz cool, ist wirklich schwer, aber ja. Guck mal, wir haben hier noch ein Notebook, vielleicht erkennt man hier so ein bisschen. Ne, erkennt man nicht, wo wir sind. Okay, kommt Männer, ich würde sagen, wir gehen hier vorsichtig mal raus, oder? Wir gehen hier vorne raus. Ich glaube, der Verkehr ist aus. Ich weiß es nicht. Für alle, die es jetzt noch nicht gesehen haben, wir befinden uns auf der wunderbaren Hof Bergmann. Nennen wir es Hof Bergmann oder nennen wir es Hof Neumann? Ich finde ja Hof Neumann ganz geil, ne? Hof Neumann ist gut. Ja, Hof Neumann auf der Hof Bergmann. So, absolute Verwirrung. Genau, Männer, was machen wir hier? Hat man gerade das Knacken meiner Finger gehört? Auf jeden Fall. Entschuldigt. Ich hab mal gerade meine Finger so gerieben und ich bin ein alter Mann, ne? Ihr wisst das. Knackiger Typ, würde ich sagen. Alter, arschalt, ne? Zerbrechlich. Muss aufpassen. Kommen wir lieber wieder zur Frage zurück. Was wollen wir hier tun? Ich behaupte einfach mal Spaß haben. Also ganz entspanntes Spielen. Wir starten mit dem kompletten Fuhrpark, der ja sehr, sehr üppig ist auf der Hof Bergmann. Ich wollte gerade schon Hof Neumann sagen, ne? Auf der Hof Bergmann. Wir haben ein paar Felder gekauft, die 23, die 1, die 5 gibt es von Anfang an ja dazu und die 8, damit wir so ein bisschen was zu bewirtschaften haben. Wir haben 100.000 Euro, wir haben auf den richtigen Reiter keine Schulden. Und haben dafür eine Menge Big Boxen, ein paar Milchkannen, Eimer, ganz viele Rundballenlager. Hey, wann kommen denn jetzt mal die Schlepper? Hier, ne, ihr seht einen sehr fendlastigen Fuhrpark. Ein Johnny in den Case, ein bisschen New Holland. Und das war's. Den Rest müssen wir uns erarbeiten. Genau. Ja, der Lenny hier. Ach, hallo, fahr mal Indy. Ja. Ja, kannst du das ändern für den Uwe? Einfach in Hof Neumann? Ja, cool, danke dir. Bis dann, tschüss. Ja, so ist es. Ist geklärt, also er ändert das. Ja, perfekt, gar kein Problem, ist ein Top-Mann. Schwierigkeitswirtschaft hatte ich erstmal auf normal gestellt. Müssen wir nochmal gucken, ob wir es so lassen. Aber wenn wir jetzt hier gucken, 800 für Weizen, sehen wir dann, würde ich sagen. Da wir nichts zu tun haben, Männer, wie sieht's aus? Ein paar Missionen erstmal für den Anfang? Ja,
Sind die schon gepachtet, die Mission, oder noch nicht? Sind noch nicht. Ich würde, wir haben ja eben ganz kurz geguckt, Feld 4 direkt hier bei uns in der Nähe nehmen. Ohne Gerät, einfach nur annehmen. Weil wir haben ja Gerät. Ja. Und wir haben ein Feld, was wir abernten können, was uns gehört. Ach ja, siehst du hier unten? 23 zum Beispiel. Ja, ich habe jetzt die 4 gerade angenommen. Die müssten wir später dann noch machen. Ja, können wir ja alles machen. Das ist ja okay. Kein Problem. Nur wir haben auch ein eigenes Feld, habe ich gerade eben gesehen, was schon reif ist. Ja. Dann machen wir erst die 23, weil dann kann einer die danach direkt wieder bearbeiten. Ja, würde ich auch sagen. Zur 4 hoch. Und vor allen Dingen gegenüber der 23 gibt es auch ein bisschen Grasfläche. Wir haben auch drüben Mäh-Equipment. Vor allen Dingen, ja. Ich habe schon auch beides ewig... Raps, ne? Ja. Wie bitte? Ja, beides auch Raps. Also sowohl die Mission als unser eigenes. Ja, perfekt. Feld. Was willst du mehr? Ich habe die Hof Bergmann ewig nicht gespielt, Leute, ne? Es gibt so viele neue Möglichkeiten. Ich habe es nie so richtig gespielt, deswegen freue ich mich so hier drüber, das Projekt. Ich hab mich gerade auf der Version noch einmal umgeschaut, als ihr noch in der Aufnahme wart. Ja. Deswegen weiß ich jetzt alles. Sehr gut. Ich nehme hier mal den 515C, ne? Da sehe ich mich drin. Ich bin nochmal hier an New Holland. Ja. Also, vielleicht auch noch ganz kurz für die Zuschauer. Ihr habt schon mitbekommen, wir spielen nicht mit Seasons. Vielleicht nehmen wir es mit drauf. Ich weiß es nicht. Ich gucke gerade so virtuell in Lennys und in Michaels Richtung. Ich würde es erstmal runterlassen. Wir haben auch das Position Farming nicht mit drauf, weil ich gehört habe vom Marc, dass es da Probleme gibt, wenn du Missionen machst. Da wir das am Anfang vermehrt machen wollen, kriegst du dann wohl irgendwie die Mission nicht abgeschlossen, weil dir immer irgendwie ein bisschen was fehlt. Von daher auch schwierig. Achtung, Micha, ich muss mal kurz stehen bleiben. Und ich glaube sonst... Ja, ich fahre schon weiter. Okay. Ansonsten haben wir gar nichts Großes so an Mods drauf, oder? Nee, der Startfuhrpark an der Hof Bergmann. Startfuhrpark und... Also, ja. Ich bin übrigens schon falsch gefahren. Nur falls du mir folgst. Cool, aber ich kann dir noch abbiegen. Ja, ich hab's nämlich gesehen. Ja, aber auch ansonsten haben wir halt nichts Atemberaubendes drauf, was man jetzt, ne, ein paar Schlepper natürlich und sonst was, die man sich peu à peu kaufen kann, aber jetzt nicht Proceed, wie gesagt, das ganze Zeug gibt's erstmal hier nicht. Aber ich glaube, auf der Hof Bergmann werden wir auch keine Langeweile haben. Das glaube ich auch nicht. Im Zweifel müssen wir wieder irgendwas in kleine Säcke verpacken oder sowas. Ja, ich freue mich schon drauf, ne? Butter-Uwe ist wieder am Start. Als das mit dem Brotbacken aufkam, da fand ich das am Anfang noch ganz lustig, aber irgendwann wird es auch echt anstrengend. Also Brotbacken fand ich am Anfang schon ziemlich... Also die ersten zwei Male denkst du dir, ah, cool, ne? Beim dritten Mal denkst du dir so, puh, das ist jetzt echt ganz schön... Butter fand ich immer noch in Ordnung, ne? Das packst da rein, die Maschine läuft, kannst du peu à peu umfüllen und sowas. Das ist noch cool. Brot weiß ich nicht, aber wir haben ja hier einen Böttcher, wir haben ja, ne, unser eigenes, unseren eigenen Weinkeller und alles. Ich glaube, das wird gut. So, Micha, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir haben dafür bestimmt auch irgendwo einen Schneidwerkswagen. Bestimmt. Ich habe mir so viel schnell nicht gefunden. Ja. Ich bin einfach mal unten losgefahren. Okay. Geht ja auch so. Ja. Und lasst euch nicht blitzen, Jungs, gell? Oh, gut, das ist das. Ja. Was kostet das hier? Geld nehme ich an. Bestimmt viel Geld. Doch, haben wir viel. Ja, aber 100.000 Euro sind jetzt auch nicht viel, ne? Sagen wir einfach, wir nagen nicht am Hungertod, aber große Sprünge können wir auch nicht machen. Aber was sind denn so eure Pläne? Wo würdet ihr am Anfang den Fokus drauf legen wollen? Also ich würde sagen, das kommt ein bisschen drauf an, ob wir irgendwann noch Seasons dazu nehmen wollen. Wenn wir Seasons irgendwann dazu nehmen wollen, dann würde ich die Tiere erstmal hinten anstellen. Weil ja. Sonst musst du die neu kaufen. Weil wenn du
Tiere kaufst, bevor du Seasons drauf hast, musst du die Tiere danach nochmal verkaufen und nochmal neu kaufen, damit die Tiere Season-ready sind. Ja, okay, verstehe. Ich würde gerade erstmal sagen, wir machen kein Seasons. Also ich finde, bei den Mountain Farmers sieht man es sehr, sehr gut. Season spielen ist eine andere Spielweise. Gefällt mir tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich persönlich finde, es schränkt einen so ein bisschen irgendwie ein. Weißt du, was ich meine? Ja. Naja, du bist halt reglementiert über die Jahreszeit. Ne? Ja, natürlich. Also das ist ja auch in Wirklichkeit auch so. Das ist ja auch alles richtig. Micha, ich lasse den hier vorne stehen. Alles klar. Aber für den LS weiß ich halt noch nicht, ob ich diese Reglementierung gut finde oder nicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, wenn man genug Fläche hat, finde ich es okay. Okay, aber was glaubst du, was ist genug Fläche für uns drei? Naja, das kommt, also das kommt ja immer darauf an, wie lang läuft die Season, wie eine 6-Tage-Seasons, also, würde ich jetzt sagen. Ja, ich würde sagen, da muss man sich einfach so ein bisschen rantasten, ne? Also so, dass man halt auch immer genug zu tun hat. Bei Beruf Bergmann kann ich es gar nicht sagen. Die habe ich noch nie im Season gespielt, weil du kannst ja hier so viel nebenbei noch machen, anstatt der Felder, ja, dass ich dir nicht genau sagen kann, wie viel du jetzt wirklich machen musst, damit, also wie viel Fläche du wirklich brauchst, um immer beschäftigt zu sein. Aber auf der Hof Bergmann ist man eigentlich sowieso immer beschäftigt, auch das, wenn man keine Felder hat. Mir ist tatsächlich gerade noch ganz kurz ein Mod aufgefallen, den ich, glaube ich, gerne mit draufnehmen würde. Manual Attach hat es mir so ein bisschen angetan. Mhm. Ach, den, okay. Den habe ich gerade irgendwie lieben gelernt. Würde ich gerne mit draufnehmen. Ja, tun Sie das. Okay, mache ich fürs nächste Mal. Micha, Seasons ja, nein, vielleicht? Also ich finde Seasons nicht schlecht. Aber? Aber ich denke, für Hedikarte wäre es nicht schlecht, weil wir auch halt nebenbei andere Sachen machen können, wenn wir nichts zu tun haben. Ja. Weil sonst wird es wirklich stellenweise sehr langwierig oder müsst halt sehr viel spulen zwischendurch. Okay, das, also bei Lenny habe ich so, ich sag jetzt vorsichtig mal, ein Ja rausgeholt, nicht abgeneigt. Bei Micha habe ich ein Ja rausgehört. Dann fragen wir jetzt nochmal die Zuschauer, Season ist Ja, nein, vielleicht. Ich also würde, ja. Mein Ja würde ich sagen, also ich würde das erst später dazu nehmen, einfach wenn die Flächen mehr da sind und so. Ah, okay, du meinst erstmal ein bisschen den Hof aufbauen, Flächen, genau, erwirtschaften oder erkaufen? Vielleicht auch erstmal ohne Tiere, dass man die Tiere dann später mit der Season dazu kauft. Auch eine Idee. Man kann ja erstmal so ein, ja, bisschen Futter an den Start schaffen, wobei man hat ja hier relativ viel schon, ne? Ja, du hast relativ viel, wenn du die Bullenzucht hast, aber die werden wir uns jetzt nicht in der dritten Folge kaufen oder in der vierten. Ich meine, weil die ganzen Ballen ja schon am Ach, Hof stimmt, sind. Stimmt. Wir haben die ganzen Ballenlager nicht entfernt. Genau, die sind voll. Ja, richtig. Das ist so. Ich würde vielleicht einfach ohne anfangen und dann vielleicht irgendwann, wenn man Bock hat, dazu schalten. Oder es dann auch lassen, wenn man keinen Bock mehr hat dazu. Ja. Kann man ja dann sehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Seasons, ja, nein, vielleicht jetzt oder später. Tatsächlich, ich bin da relativ offen. Die Idee von Lenny, muss ich aber sagen, gefällt mir ad hoc sehr gut. Achtung, Micha. Danke. Wie der Micha schon sagte, am Anfang könnte es vielleicht ein bisschen langweilig sein sonst, ne? Oder viel spulen halt. Ja, das stimmt, das stimmt. So, Alter, der Meister ist mit dem Flug hier schon wieder unterwegs. Ach, du bist unterwegs im Flug. Na, ich ja, bestimmt nicht. Ich bestimmt nicht. Flugphobie. Ich hab einen Tiefenlockerer. So, ich hab mir hier das Frontmähwerk genommen, was es Gott sei Dank gibt, ne? Wie ist die denn jetzt? Ach, die Ecke hier, das hier ist auch noch unsere Ecke. Das ist jetzt nicht viel, aber wirklich mega cool. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, die hatte ich schon mal gesehen. Wir haben hier einfach so einen kleinen Unterstand noch. Ne? Ich weiß noch nicht, ob man ihn braucht, aber es ist cool, dass er hier steht und eine Funktion hat. Du kannst die Tür aufmachen und sowas. Ne? Da muss ich echt sagen, Farmer Andy macht sich da sehr immer einen guten Kopf, sag ich mal, drum. Was man so feiern könnte. Und tatsächlich, ich feier's. Und diese kleinen Gimmicks.
Bin mir sicher, wir werden noch so oft WoW sagen, ja. Ich habe mir auch eben gerade, als hier noch eine Aufnahme war, hatte ich mir ja angeguckt, habe ich nun mal diese gegenüber vom Hof sind ja diese drei Garagen, ne? Ja. Dann steht da auch noch unten auf dem Garagentor TÜV geprüft und DIN ISO zertifiziert. Geil, oder? Da musst du erst mal drauf kommen, da so noch so ein Schild drauf zu kleben. Ja, Wahnsinn, ne? Ich denke auch. Also ich freue mich wirklich drauf, die Bergmann wieder zu spielen. Wir drei hatten das ja schon länger auf dem Schirm oder mal auf der Agenda. Ich hab Bock. Ich freue mich wirklich, Männer. Ja, ich freue mich auch tierisch. Ich habe die Karte mal versucht allein zu spielen, aber da hat es mir nicht so einen Spaß gemacht. Aber ich denke, mit drei, das ist ganz anderes Arbeiten. Ich denke, das macht viel mehr Spaß. Ja, genau. Also absolut. Alleine gehst du hier schnell in dieser kleinen ja. Arbeit unter. Ja, es ist halt eine Karte mit viel Micromanagement-Potenzial. Ne? Wenn du es wirklich alles mal ein bisschen machen willst und am Laufen halten willst, klar. Aber gucken wir einfach. Am meisten liebe ich echt immer noch den Hofladen. Das ist so der Klassiker für die Hofbergmann, finde ich. Mhm. Absolut, absolut. Ich meine, wenn du den rausnehmen würdest, wäre es halb so lustig, glaube ich. Ja, definitiv. Also ich freue mich auch tatsächlich. Wie gesagt, Butter-Uwe, ne? Irgendwie, irgendwann, mal gucken, wäre das schon ganz geil. Ich denke auch so mit irgendwelchen Obstbäumen und sonst was ist auch wieder ganz cool, nachdem es geregnet hat. Also ich freue mich drauf, auf viele kleine Nebenbei-Sachen, die man einfach mal machen kann. Genau. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, für heute haben wir es erstmal. Noch ganz kurz für euch, die Folgen werden am Montag, Freitag und sonntags jeweils um 14 Uhr erscheinen. Schon mal kleinen Termin erinnere mich in den Kalender setzen. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt gerne in die Kommentare Seasons, ja, nein, jetzt oder später. Und ja, dann bis Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.